Das ist aber hübsch, Martin. Was ist denn das? Das ist The Bridge, ein Rätselspiel, was natürlich von den GameCube-Rätsel-Experten gespielt wird. Von Daniel und von mir, Martin halt. Ein schon etwas älteres Spiel, das wir vor allem... Ach, schau mal, ich kann hier kippen, links, rechts. Was wir deswegen spielen, weil wir gerade noch auf die Installation eines anderen Spiels warten und dann dachten wir, schieben das mal dazwischen. Aua. Weil wir das auch schon länger auf dem Zettel haben. Weil wir das schon ewig auf dem Zettel hatten und uns immer mal anschauen wollten. Das heißt aber auch Only Everything. Wir spielen erstmal jetzt los und gucken mal, wie uns das gefällt und wie euch das gefällt. Genau. Aber es sieht sehr interessant aus. Noch nicht der Plan, es durchzuspielen. Aber jetzt schauen wir mal, das ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Rätselspiel. My Fortitude to Tread Onward. Kann auch zum optischen Hintergrund gleich noch was sagen. My Integrity of Wit. Kurz zur Steuerung. Ich kann diesen jungen, nicht mehr ganz jungen Herren, der bestimmt Lehrer ist, so wie er aussieht, nach links und rechts steuern. Und ich kann das Level nach links und rechts kippen. Braucht nur so ein bisschen im Moment, oder? And my home. Nur so ein bisschen, ja. Oh. Und hier ist Tür Nummer 1. Kann ich jetzt mal reinlaufen. Mach das mal ganz schön leise bei uns, der Sound. Kapitel 1 lädt und unten links sehen wir ein unmögliches Dreieck. Wen das alles an was erinnert, dieser Mann mit dem Bart ist, soweit ich weiß, soll das Cornelis heißt er, glaube ich, Escher darstellen. Escher. Oder zumindest ist an den angelehnt, den kennt ihr von diesen verrückten Bildern mit diesen unmöglichen Treppen zum Beispiel. Treppen, Figuren, was auch immer. Ich glaube, ich werde ihn in diesem Spiel auch häufig sehen. Genau. Denn genau, da haben wir es schon. Der ganze Grafikstil ist auch ähnlich. Übrigens, dieses unmögliche Dreieck ist nicht von Escher entdeckt worden, sondern von einem anderen, ich glaube, Niederländer. Ich weiß nicht. Während seines Studiums, der hat so eine regelmäßige Abfolge von Quadraten gemalt und dann hat er irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr ganz aufgeht. Aber darf dazu nur am Rande, also ich kann jetzt hier langlaufen. Kommen die hier natürlich nicht weiter, aber ich kann das Level um diesen Herren herumdrehen. Wie hieß noch dieses schöne Mobile-Spiel, was ja auch mit so einer ähnlichen Mechanik gearbeitet hat? Das war ein sehr schönes Spiel, hatte aber einen sehr komischen Namen dafür und es hieß Monument Valley. Genau. Ach, das war super. Hervorragendes Spiel, ganz heißer Tipp. Meinst du, ich kann jetzt auf diese Säule runterfallen? Oder? Das ist manchmal die Frage bei solchen Spielen, was im Vordergrund ist und was im Hintergrund, aber in diesem Fall. Schauen wir mal, ob er dann auch entsprechend. Ah ja, okay. Aha, okay, das jetzt kannst also du hinten durch die Looping gehen, links. Genau. Jetzt gehen wir hier lang. Uah. Genau, Monument Valley, auf jeden Fall auch ein ganz tolles Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Ist nicht besonders schwer gewesen. War einfach eine schöne Erfahrung. Man spielt das so ganz gemütlich durch. Wobei es das Add-on gibt und da sind ein paar Level dabei, da muss man tatsächlich ein bisschen grübeln, bis man dann die Kombination hat. Aber das ist weniger jetzt für Hardcore-Rätsel-Leute, sondern tatsächlich zur Entspannung. Jeden Abend so ein Level oder zwei oder im Zug. Oder im Bus. Heißer Tipp für alle, die mal Musik auch wirklich wunderschönes, zugängliches Knobelspiel haben wollen. Ich weiß gar nicht, wie The Bridge tatsächlich einzuordnen ist. Ob das eher jetzt schwer oder leicht oder dazwischen ist. Mal gucken. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das abgesehen vom Grafikstil lange durchhält. Oder also es wird sicherlich einen Grund geben, warum das nicht immer noch als eins so ein Rätselspiel-Klassiker gilt. Wahrscheinlich hat es sich relativ bald abgenutzt. Aber wir gucken einfach mal. So, hier kann ich also diese Tür aufmachen. Und jetzt möchte ich aber hier oben... So geht es auch. Meinst du, das kann... dass er Schaden nimmt, wenn er zu tief fällt? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich die Tür aufgekriegt. Menace. Der Stil ist aber ganz toll. Hübsch. Ich frage mich, warum er die Level so lang lädt. Tja. So. Oh. Ah, jetzt ist schon langsam interessanter. Hier ist nämlich eine Kugel. Die erschlägt dich, wenn du es falsch rum machst. Ja, ja. Aber die müsste jetzt eigentlich in die Richtung Tür fallen, oder? Mhm. Aber wahrscheinlich muss ich die einfach aus dem Weg tun. Schauen wir mal. So, dann. Es geht schon schief, ich sag's dir. Dann bunkere ich die jetzt hier mal. Geben wir da ein bisschen Entdeckung. Achso. Dann gehe ich nämlich nochmal hier eine Runde.
Und jetzt verstecke ich nämlich die Kugel hier unten in dem Fach. Daniel, das Rätsel ist schon gelöst. Easy peasy. Und komm so zur Tür. Hep. Super. Wir sagen es ja immer wieder, bis jetzt kam noch nichts an Antichamber ran, von den Rätselspielen. Richtig. Auf anderen Ebenen natürlich so schon sowas wie Talos, wie, was da natürlich mit der Geschichte punktet. Aber jetzt sage ich mal so vom Rätseldesign, Antichamber, unerreicht. Noch ungeschlagen. Ich meine, Meinung nach unerreicht. Schau mal, wie tief er fallen kann. Naja. Ich kann schon sagen, wenn er nicht runterfällt, tut ihm das nichts. So, das heißt, aber hier ist der Schlüssel. Musst du ihn berühren, damit du ihn einsammelst? Oder wie ist das? Weiß ich nicht. Du musst ja so drehen, dass auf dem Boden liegt, genau, dass du ihn einmal einsammelst. Dann sammle ich den jetzt mal so rum ein. Ja. Guck, da haben wir ihn. Sehr schön. Die Tür ist schon mal offen. Ich bin ja sehr gespannt auf The Witness, das tatsächlich jetzt im Winter noch erscheinen soll. Ja. Hab inzwischen überhaupt keine Hoffnungen mehr, dass das wirklich was ist. Meinst Weil, du? Ja, ich glaube, das hat einfach zu lange gedauert und also ich mal schauen. Und was man bisher vom Rätseldesign gesehen hat, war überhaupt nicht geil. Insofern gucken wir mal, was das kann. So, jetzt lasse ich den hier mal runterfallen, diese Kugel. Das sieht aber auch eher simpel aus. Wenn ja, ja gut, das ist ja auch noch die erste Stage. Kann ich mir eigentlich auf dem iPad auch ganz gut vorstellen. Wobei, man kann wahrscheinlich da nicht so über Kopf drehen, dann müsste man das ganze iPad dann umdrehen. Ja, also du drehst den Bildausschnitt auch wie hier, du drehst den Monitor hier auch nicht. Oder so. Ja, also von daher würde es schon gehen. The Spiral Loading. Achso, The Spiral. Ein Zusammenhang unter allen Level, die enden alle im Namen mit Loading. Das ist schon durchschaut, das Spiel. Total. Zwei Schlüssel. Okay. So, puh. Das sieht mal interessanter aus. Okay, man muss ein bisschen damit spielen, was im Vordergrund ist und was nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt zu weit zum Beispiel hier lang drehe, dann fallen die beiden Schlüssel aus dem Level raus. Das heißt, ich muss irgendwie... Lieber andersrum. Muss auf jeden Fall die Schlüssel im Level behalten und wo ich dann lande, das... Werden wir dann schon sehen. Ah, das kann man nach rechts schieben, das geht total gut so. Ja, ja, das ist gut. Mach weiter. Und dann geh mal. So ist gut, ja. Das heißt, jetzt kommt der eine Schlüssel dann schon mal bei mir an. Ja, der eine Schlüssel kannst du halt, wenn du jetzt noch weiter drehst, halt bist du dir hinschieben. Ja. Guck, der kommt ja jetzt schon. Wenn du jetzt weitermachst, dann hast du erstmal den ersten Schlüssel schon mal sicher. Perfekt. Okay. So, der andere, der ist jetzt aber wieder genau da, wo er vorher war. Das heißt, da muss ich mir eine andere... Nee, aber der kann, ich glaube, der landet auf diesem mittleren Balken, der dann im Vordergrund ist, wenn du es geschickt machst. Ach, wenn ich so rumdrehe, dann landet er auf dem Balken. Möglicherweise. Schauen wir mal. Probieren wir mal. Ich bin ja froh, dass der Typ echt nicht stirbt, wenn er runterfällt. Du meinst also jetzt quasi hier auf dem Balken, der jetzt gerade quer rüber geht? Ja, es könnte sein, dass er da landet, außer er ist dann im Hintergrund und rauscht dahinter vorbei, weiß ich meine. Dann finden wir es jetzt auf jeden Fall mal raus. Auch so langsam, dann weißt du es. Nicht zu schnell. Sonst ach so. Ich glaube, es geht dahinter durch, siehst du das? Ja, ich wahrscheinlich. Zurück. Ja, ja, genau. Oh, okay. Aber nee, du kannst ihn da unten drauf fallen lassen. Ja. Und dann das gleiche mit dem zweiten Schlüssel machen. Oder mit dem ersten Schlüssel, weil das der zweite ist. Dann darf er aber nicht zu schnell werden. Nein. Hui. Oh, schön. Ja, jetzt hast du es ja praktisch schon. Too easy. Ich glaube, wir spielen jetzt einfach in der Zeit durch, während wir auf das andere Spiel warten. Ja, mal abwarten. Du hast keine Ahnung, wie lang das sein soll ungefähr, oder? Nein. Wie viel Level oder... Okay. Ja. Well done, Sir. Yeah, the Nook.
Did it all for the Nuki. Da rechts sieht man auch so ein ganz typisches Escher-Bild. Der hat ja nicht nur diese unmöglichen Figuren gemacht, sondern auch so verschiedene Kachel-Varianten entwickelt. Also geometrische Formen oder überhaupt Formen, die man kacheln kann und die dann ineinander übergehen. Da gibt es auch das Berühmte mit den Schwänen und den Gänsen und Fischen und so weiter. Hast du irgendwie schon gesehen, da hat schon mal jemanden runtergetropft. Ich dachte, die Kugel hätte schon jemand zerquetscht, bis ich jetzt das Tintenfass darüber gesehen habe. Ich dachte, da wäre schon so ein Escher-Männchen erschlagen worden. Wäre schade drum. Ja. The Nook bedeutet wohl so viel wie die, was ist denn The Nook? Der Hohlraum oder so, oder? Ja, so eine Lücke auch. Das heißt, sagt man mit dem Haken und Ösen, sagt man auch Nook and... Nook and Cranny, genau, sind aber mehr so diese... Sagt man da Haken und Ösen? Nee, das ist mehr so alle... Ja, jedes... jeden Winkel durchsuchen. So ja, ungefähr. Genau. Das war jetzt hier das Rätsel, das ist alles... Naja, nicht von der Kugel zerquetscht werden. Chapter 1 completed. Nun ist denn. Ja schon fast zu einfach hier alles. Guck, ob das Chapter 2 ein bisschen schwieriger wird. Vielleicht spiele ich dann mal. Vielleicht spielst du dann mal. Vielleicht spiele ich dann mal. Vielleicht spielt Martin dann mal. Und vielleicht schaut ihr auch wieder zu, um unbedingt rauszufinden, wie es in The Bridge weitergeht. Bis dann.